Gib ihm nicht die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er sieht ganz normal aus, lässt selten mal die Sau raus, ohne Bart und Schnurrbart hier. Aber was du nicht tun darfst, verrate ich dir. Gib ihm nicht die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er ist Moslem, kommt selten aus dem Haus. Er betet nur den ganzen Tag. Und schon oft hat eine Frau gesagt: Gib ihm nicht die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Der Ober schiebt ihm den Stuhl ran, aber beachtet dich nicht, denn er ist ein Mann, ein muslimischer Mann. Für ihn existiert nicht mal dein Gesicht. Gib ihm nicht die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe nie Hand in Hand mit deinem Freund, vor sowas man hier auf jeden Fall scheut. Ein schwules Pärchen ist aber ganz normal, da schaut man noch nicht einmal. Gib ihm nicht die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe entlang an der Wand, niemals mit deinem Freund Hand in Hand. Sowas sieht man hier gar nicht gern, die Polizei wartet nur, dich zu entfernen. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand.